Boah, habt ihr das gehört? Das war ja krass. Hi, hallo, willkommen zu Mario's Journey Through Time and Space. Von Iceman 2012 bis 2014. Ich weiß nicht genau, was auf mich zukommt. Allerdings weiß ich, dass Iceman jemand ist, der schon Ahnung hat vom Hacken. Und, oh, okay, Mario's was here. Warte mal. Die haben gegen Bowser irgendwie gewonnen, Kampf. Mushroom Kingdom turned into a peaceful town, at least for now. Sudden clouds came up, the sky got darker, looks like a thunderstorm is arriving soon. Also, ein Gewitter. Blablabla. Oh, es ist sehr schnell, der Text. Ich kann nicht vorlesen und noch übersetzen gleichzeitig. Okay, also dann kamen noch irgendwie Earthquakes. Hier, Erdbeben. Once it has calmed down, everything looked different. Ach du Scheiße, nein, wir rewinden. Ich will das noch weiterlesen. Not like the chaos and earthquake were to leave behind. Also irgendwie ist es alles beruhigt, aber es ist irgendwie noch da. Sind die etwa in eine andere Dimension? Jetzt muss ich das irgendwie rausfinden. Also Mario ist in einer anderen Dimension vielleicht gelandet. Home Sweet Home. Okay. Achso, wir haben Mario Bros. 3 Grafiken also. Kein Spinjump. Hello Mario, if you have beaten a world already and plan to re-enter it, you can only return by finishing the castle again. Okay. Und hier. Hello Mario, this pipe leads to a special place under certain... Was steht da? Circumentatus. Oh ja. Okay, also haben wir eine Special World. Wow, ist ja eine tolle Special World. Moment, da gehe ich jetzt nochmal rein. Warte mal, was war's denn? Ich meine, ich lande einfach nur... Ich könnte auch hier lang gehen, da ist das Level auch vorbei. Aber ich könnte auch vielleicht hier zurückgehen? Nein, kann ich nicht. Hier rein? Okay, ich verstehe dieses Level nicht. World 1, World 8. Achso, wir können... Ah, wir können die Welten also betreten, wie wir wollen. Aber ich würde sagen, ich mache das trotzdem mal im klassischen Stil. Fangen bei Welt 1 an. Monkey Jungle. So, das heißt, wir müssen hier immer durch den Pipe durchgehen. In the Jungle. Ich kann mich auch hier nicht wegbewegen. Also wollen wir mal los. Welcome. Oh, okay. Ich habe es getroffen. Cool. Moment, ich zerstampfe hier alles? Die Musik ist ja mal krass. Okay. Ich versuche mal, wie es sich halt für meine Verhältnisse immer gehört, ohne Safe-Set zu spielen und setze ja dann irgendwann doch am Ende ein. Ah, ich habe irgendwie einen Lebenspunkt dazu bekommen. Wir haben Herzen, 5 Stück. Kein Spin-Jump, das ist fies. Und haben sehr interessante Gegner. Unsere Münzen da sind Bohnen. Aber ich glaube, Exit. Was ist das? Okay, Mario ist sogar eine coole Pose. Angenommen. Oh yeah, boah, es gehört wirklich viel Hacking-Skills dazu, solche Animationen immer ranzumachen. Also auf jeden Fall da schon mal dicken Respekt. Okay, Dinos oder ne, Krokodile waren das ja. Okay, ein Affe. Moment, kann ich ihn zerstören? Ich kann ihn nicht zerstören. Toll, jetzt habe ich schon voll viel Leben verloren, nur um das rauszufinden. Ja, dann geh mal. Okay, dann geh halt da lang, das ist eigentlich auch okay, Moment. Ich bin gerade in einer echt blöden Lage. So, hau bloß ab von mir, Mann. So, hier haben wir noch extra Geld. Na toll, da würde ich eigentlich auch noch gerne hoch. Okay. So, und wie funktionieren die? Ich muss mal unten drücken und dann... Ach, das führt mich komplett auf. Ich dachte nur um 1, aber... Das ist ja großzügig. Aber mir ist eine Kleinigkeit aufgefallen, die mich ein bisschen stört. Das habt ihr wahrscheinlich so nicht bemerkt, aber wenn ich renne, wirklich mit Anlauf renne, und dann springe, dann habe ich nicht mehr meinen ganzen Anlauf vom, naja, vom Anlauf springen. Wisst ihr was? Okay, hier kann ich leider keinen Anlauf nehmen, um das zu demonstrieren. Also, das sieht man vielleicht gar nicht so, aber wenn ich selber spiele und halt viele Mario-X kenne, ist das ein bisschen verunsichert. Verunsichernd. Oh. Okay, wie wär's, wenn ich mal springe? Coole Scheiße, Mann. Alter, wie macht man sowas? Okay. Also ich sollte halt auf dem oberen gucken, weil da auch noch Gegner unterwegs sind. Und wie man gesehen hat, sobald ich in diesen Stacheln lande, bin ich instant tot. Ich hab sogar diese Dinger aus Mega Man, wenn der stirbt. Diese komischen blauen irgendwas. Ich kann's dir mal demonstrieren. Boom. So eine Explosion halt.
passt zwar nicht wirklich zu Mario, aber ich meine, allein, dass es da ist, ist irgendwie schon eine coole Sache. So, und Exit. Oh man, diese Effekte, man. Krasser Typ, dieser Iceman. Dinosaur Waterfall. Also ich kenne Iceman als Hacker eigentlich kaum. Ich weiß, er hat Todd's World gemacht. Ein Hack, den ich mal flüchtig gesehen habe und der schon sehr gut aussah. Habe ich auch vor zu spielen auf jeden Fall noch. Todd's World. Weiß nicht, ob direkt hier nach. Sehen wir dann mal. Aber irgendwann kommt Todd's World. Das, da gebe ich euch jetzt mal einfach mein Wort drauf. Okay, und wir jumpen hier hoch. Oh Mist. Okay, ich glaube, das war jetzt nicht so schlimm. Ich kann Wandsprünge. Warte mal, kann ich in jedem Level Wandsprünge? So, Super Meat Boy-like. Also immer an einer Wand immer hochjumpen. So, das ist ja nicht normale Wandsprünge, sondern dass man an einer Wand sich hochziehen kann. Okay. Geschafft. Levels an sich sind ein bisschen kurz, aber es macht ja nichts. Kann ich jetzt auch noch Wandsprünge? Nee, das. Okay, das war wirklich exklusiv für dieses Level. Schade. Wäre cool gewesen. Als Ersatz für die nicht vorhandenen Spin-Jumps. Obwohl, ich brauche die eigentlich auch gar nicht. Ich meine, diese ganzen Gegner sind Viecher, die einfach mit einem Sprung kaputt gehen. Und das war's dann auch. Boom. Boom. Und boom, boom. Okay, hier fährt irgendwo ein Motorrad vorbei, aber ich glaube, das habt ihr gar nicht mal gehört. Boss! Ach, ein riesiger Wiggler. Den zerstöre ich. Muss ich immer auf... Ach, ich muss mal warten, bis der sich beruhigt und dann... Ja, und jetzt? Komm mal wieder runter, Freund. Muss ich ihn... Okay, jetzt hat's gezählt. Okay, er läuft halt im Kreis. Uah, auf einmal... Ach du Scheiße, jetzt geht er ab. Das erinnert mich irgendwie an Rayman, weil ich meine, da sind auch mal diese Dinger... Oh, geschafft. Das war ganz schön schwer. Und ich habe einen Stern bekommen. Und bin wieder home sweet home. Okay, so gehen wir zum Grand Canyon. Ja, genau, der Grand Canyon aus USA. Wow, okay. Coole Effekte. Wild Wild West. Ach, die Musik. Die hätten wir schon einen Hack vorher gehabt. Und ich habe gesagt, ja, das erinnert mich an... Ach, warte mal, diesen Bösen. Das erinnert mich an Mario Gives Up 2. Und das tut es jetzt irgendwie immer noch. Yeah. Coole Musik. Ich weiß nicht, ob die aus anderen Spielen übernommen sind. Ich meine, ich denke schon, dass das alles aus einem anderen Spiel stammt für Super Nintendo vielleicht, weil... Ich meine, wer macht sich denn die Mühe, so einen ganzen Cowboy so zu spriten und sowas? Das kommt mir schon ziemlich krass alles rüber. Nur ich, wenn es so ist, dann weiß ich nicht, aus welchem Spiel das ist, Leute. Auch diese Bohnen und diese ganzen kleinen Viecher hier. Die aus irgendeinem anderen Spiel eigentlich ihren Ursprung haben. Falls ihr es wisst, sagt mir Bescheid. Ich bin dann halt der, sag ich mal, Kulturbanause, der überhaupt nicht den Wert schätzt, dass das eine Anlehnung an dies und das Spiel ist. Zum Beispiel auch mit dem Course Clear oder so. Ich glaube nicht, dass das alles erfunden scheint, sondern schon aus einem anderen Spiel. Okay, Bar Wild Horses. Oh man, so ein cooles Lied, Wild Horses. Home Sweet Home, ist auch ein cooles Lied. Sind alles, ich weiß nicht, alles erinnert mich immer an Musik. Falls ihr Lieder nicht kennt, gibt's einfach neu über diesen Video einfach ein bei YouTube. Hoffentlich hat die GEMA nichts gesperrt, aber ich glaube, ihr findet dann schon eure Sachen. Ja. Okay, da ist einfach die nächste Bar Wild Horses, warum nicht? Einfach nochmal die gleiche Bar. Aber man kann nicht reingehen oder so, ne? Das wäre mal übergeil. Boom. Zerstören. Und überall diese Fässer. Okay. Also bis jetzt kann man das auch wunderbar ohne Safe-Sets an sich spielen. Auf jeden Fall sehr gut. Okay, jetzt gehe ich mal... Ach du Scheiße, hat er mich erwischt. Schmock. Und Exit. Yeah. Und weiter. Okay, ich kriege auch mein Leben immer aufgefüllt, wenn ich ein neues Level betrete. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Ah, scheiße. Okay, jetzt habe ich verkackt. Hoffentlich komme ich an sich mit dem Leben aus. Naja, notfalls. Safe State. Bevor ich eine ganze Welt von vorne machen muss, das wollen wir ja nicht.
gut. Vor allem, es bringt ja eigentlich... Na gut, das ist aber jetzt auch nicht in... In anderen Spielen ist ja auch so. Ich meine... Ach, da kann ich nicht drauf springen. Wollte gerade sagen, ich meine, die Lebenspunkte bringen mir ja nichts. Wenn ich einmal runterfalle, bin ich ja eh tot, aber... Das ist ja eigentlich sonst auch immer so, auch in anderen Spielen. Okay, ist hier Boden? Danke. Oh, gut. Da ich das, so erfahren musste, aber immerhin habe ich es erfahren. So, ach so, hier geht's noch weiter. Ich dachte Ziel, okay. So, für nur der nächste Raum. Und mein Leben ist trotzdem wieder aufgefüllt. Das ist echt großzügig, Mann. So, jetzt habe ich es hier hochgeschafft. Bonus Station. Hier ist extra Leben, aber naja, ich habe ja eh voll. Scheiße. Okay, wisst ihr was? Ich probier's. Ach nein, ich müsste. Okay, wisst ihr was? Ausnahmsweise mache ich das mal so nochmal. Das war echt fies, weil man weiß nicht, wo man landet. Und man landet genau auf dem einen Pixel, wo. Oder in einem Sprite, wo halt. Naja, die Stacheln sind und instant tot. Ich meine, dann bringt es einem auch nichts, dass man so großzügig belohnt wird und immer beschenkt wird mit Herzen. Ich meine, man landet darauf und dann ist es wieder vorbei. Das ist doch echt scheiße. Also, vielleicht nicht die Tatsache selbst. Das ist einfach nur streng und gemein, aber. Scheiße ist, dass man überhaupt nicht sieht, wo man landet und im Endeffekt in der Schlucht oder wie jetzt gerade in den Stacheln landet. Gut. Also, dann wollen wir mal, wir sind wieder da. Okay, nächster Raum. Exit, okay. Oder wir gehen zurück. Geht nicht. Yeah, Course clear. Desert. Desert Storm, meine ich. So, ich werde nach links gezogen. Das heißt, ne? Gegenwind. Das heißt, Sprungtechnik ist jetzt auch ein bisschen schwieriger. Was man beim Sehen weniger merkt als beim Spielen. Aber ihr habt es ja jetzt gesehen, wie ich so wegrutsche. Also wisst ihr eigentlich Bescheid. Müsst ein bisschen mitdenken. So, ja, springen ist nicht ganz so einfach. Wobei, es geht sogar noch. Könnte schlimmer sein. Autsch. Moment, hatten wir erst gerade 2 Leben abgezogen oder habe ich echt so viel schon verloren? Cowboys. Und die Cowboys hassen mich vor allem. Okay, ich glaube, ich will dahin. Oh ja, genau das habe ich gerade gebraucht. Shit. Ach Mist, na, ich mach mal, ne? Wollen echt nicht das ganze Level von vorne sehen. Weil ich meine, es gibt gar keine Checkpoints in diesem Hack. Naja, die ziehen nur ein Leben ab. Ich bin einfach nur voll schlecht eben gewesen. So, Exit. Und Small Pipe Maze. Ich dachte, steht Nace. Ist doch schon, was soll das heißen? Moment, was? Wieso bin ich jetzt... Okay, wenn ich mich ducke, bin ich klein. Wenn ich nach oben gucke, bin ich wieder groß. Warum nicht? Also kann ich im Prinzip selber entscheiden, wie ich hier gerade drauf sein will. Ach Mist, der Zauber. Gehen wir oben lang? Nee, da kann ich gar nicht lang. Okay. So, ich kann ja eigentlich nur den Weg gehen. Na gut, der ist auch der richtige eigentlich. Und hier haben wir... Geld. Wow. Hier drin kann ich mich nicht groß machen. Sehr gut, mitgescriptet. Na, was heißt ja mitgescriptet? Das klingt so, als hätte ich da selber meine Finger am Werk gehabt, aber... Na, so ist ja wirklich nicht. Gehen wir mal da lang? Fragezeichen. Sieht ja mal nicht so verkehrt aus. So, wieder klein. Okay, jetzt würde ich gerne irgendwie da hoch. Aber ob und wie das möglich ist, doch. Obwohl, naja, es hat eigentlich auch keine Zukunft, sehe ich gerade. Da würde ich ja eh nicht weiterkommen. Jetzt will ich aber hoch. Oh yeah. Gut. Ich will lieber klein sein, um ehrlich zu sein, weil ich dann weniger Chancen habe, getroffen zu werden. So, Tür. Boss? Oh, Mauser. Okay. Boah, die Dinger explodieren ja direkt, aber ich habe ihn irgendwie auch schon einmal getroffen. Da, bitteschön. Ach Mist, ich zerstöre die jetzt voll gegenseitig. Egal, Treffer. Bitteschön. Da hast du noch einen. Yeah, 3 Treffer schon. Ach man, jetzt habe ich den einen von der Explosion aufgehalten, das ist blöd. Okay, 4.
Und 5, Ende. Okay, der Boss war viel einfacher als der aus der ersten Welt. So, dann hätten wir das geschafft und kommen in Welt 3 an, Pirate Ocean. So. Oh, das sieht cool aus. Das machen wir im nächsten Part. Wir haben jetzt 2 Welten geschafft. Schöne Musik. Oh Mann, und bis jetzt gefällt mir der Hack sehr gut. Das ist echt coole Gimmicks, cool gescriptet. Das erinnert mich kaum noch an Super Mario World, was ich hier gerade spiele. Und das haut mich einfach um. Also, beim nächsten Mal sehen wir halt Welt 3. Und wer weiß, ob noch Anfang von Welt 4. Je nachdem, wie lange man hier braucht. Das weiß man ja vorher nicht. Also, verpasst es nicht.